Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So, wir sind in der Nähe von Verham. Ja, da geht's langsam hin. Da ist noch ein, den holen wir uns. Wenn ihr versteht, was ich meine. Damit wir hier auch einen Schnellreisepunkt haben. Okay, Eivor. Seitdem du Jarl bist, bist du ganz schöne Weichflöte. So, dann hoch hier. Ist nicht mehr so weit. Schaut da mal an. Wir sind ja gleich oben schon. Das ist knuffig. So. Hier sind Gegner, die X viel stärker sind als wir. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas hinbekommen werden. Wir haben. Okay, hier kommen wir nirgendwo rein. Es sieht doch nicht aus wie ein. Sieht nicht aus wie ein Gebiet, wo wir nicht rein dürften oder so. Oder. So Sperrgebiet-mäßig? Nö. Also hier ist alles in Ordnung. Ich frage mich nur, wo der blöde Eingang ist. Ah, da vorne haben wir was. Seltsam, nordische und sächsische Banner Seite an Seite wehen zu sehen. Ich sollte Guthrum finden. Eivor, du bist Guthrums Ruf gefolgt. Schön, dich zu sehen. Dich ebenso, Soma. Es herrscht ein trügerischer Frieden. Beide Heere sind bereit, loszuschlagen. Wurde Blut vergossen? Nein, wir haben Wareham ohne Widerstand eingenommen. Diese Sachsen begleiten ihren Herrn, so wie wir neben Guthrum stehen. Das bedeutet also, diese Feste war gar nicht sein Ziel. Guthrum will die Sachsen an den Verhandlungstisch locken. Wenn er ohne Krieg Frieden schließen kann, wird er es tun. Wie wahrscheinlich ist das? Im Moment verhandeln sie in der Kirche und drehen sich im Kreis. Komm, ich führe dich zu ihm. Nein, ich will da noch nicht hin. Ich will erst den Aussichtsturm machen, den Aussichtspunkt. Lass Wen mich genau so machen. trifft Guthrum hier? Etwa Elfred? So ist es. Der König der Westsachsen ist bereit für Verhandlungen. Er steht mit dem Rücken zur Wand. Guthrum sollte vorsichtig sein. Elfred spricht mit Lokis Zunge. Guthrum ist kein Frischling mehr, Eivor. Elfred auch nicht. Ihm geht es immer nur um seinen eigenen Vorteil. Dann berate uns. Unterstütze Guthrum. Zeig unsere Stärke. Der König der Landeier wird Demut zeigen, vertrau mir. König der Landeier. Wir haben diese Stadt erobert wie eine leere Scheune. Fordere mich nicht heraus, Elfenkönig. Deine Machtdemonstration hat Eindruck hinterlassen, Guthrum. Wir hatten eine Vereinbarung. Was verlangst du noch? Die Krone von Westsexe. Westsexe hat einen König. Und dieser König hat die Unterstützung des Allmächtigen. Du redest im Fieberwahn, Däne. Du hast nichts gelernt, seit die Dänen hergekommen sind. Guthrum wird sich nicht beugen, Eidbrecher. Ebenso wenig wie ich. Ah, Eivor. Unsere stumpfe Waffe ist zurück, Herr. Ich gab dir schon alles, was ich geben werde. Ein Danegeld, um Wareham zu verlassen. Du schworst einen Eid auf das Kreuz und diesen heidnischen Hammer. Und wenn du wieder in das Dreckloch zurückkehrst, aus dem du gekrochen kamst, lassen wir deine Männer frei. Noch ein Wort und ich verfüttere deine Zunge an Eivors Raben. Ein gerechter Tausch. Deinen Schwanz haben wir bereits. Seid ihr fertig mit den Beleidigungen? Wenn Guthrum dir sein Wort gab, werden wir es in Ehren halten. Wir verlassen diese Stadt. Ihr habt einen Tag. Strapaziert nicht die Geduld des Königs, sonst kehren unsere Männer in voller Stärke nach Wareham zurück. Und falls ihr meine Überzeugung anzweifelt, sollt ihr wissen, dass der Athenar nahe Ulchtun rot vom Blut eurer Landsleute ist. Ihr Anführer, was schrien seine Männer, als er fiel? Ulla? Oba? Ja, ich glaube, das war's. Vergesst nicht, ihr habt mein Silber genommen. Im Gegenzug erwarte ich Ehrenhaftigkeit. Ich warte in Chippenham auf die Nachricht eures Rückzuges. Upa ist tot? Das kann nicht sein.
Gott, ich ziehe diesem Sachsen die Haut von den Knochen, falls das stimmt. Elfred zischt mit der Zunge einer Schlange. Doch eine solche Lüge bricht ihm nichts. Wenn sich diese Nachricht im Lager rumspricht, sieht kein Sachse den nächsten Morgen. Du hast auf das Kreuz geschworen. Oh, ich werde mich nicht von diesem Milchbart einschüchtern lassen. Jetzt hole ich mir erst recht seinen Thron und seinen Kopf. In Winchester war ich nur ein Werkzeug für Elfred. Bis er mich verstieß, soll der Verräter verraten werden. Wir brennen dieses Dorf nieder. Danach kümmern wir uns um Elfred. Macht die Sachsen nieder! Brennt Wareham nieder! Lasst es zum Scheiterhaufen der Sachsen werden! Okay. Boah, das sieht ja ganz gut aus, ne? Was soll ich denn machen? Achso, ich soll es niederbrennen. Moment. Da brennt's. Plünderungsfortschritt. Oh oh. Okay, so stark sind sie jetzt auch wieder nicht. Autsch. Oh doch. Das sind sie. Oh. Oh, wow. Uiuiuiuiui. Oh. Muss echt aufpassen hier. So. Uiuiui. Uhuhuhu. Okay, Momentchen mal. Kurzen Augenblick mal beiseite gehen. Meine Energie ist ganz schön im Keller. Die sind aber doch gut kräftig. Ihr habt Feuer und Flamme. Brennt alles nieder. Wie immer, Bruder. Aua. Falsche Richtung. Aua. So. Schicht im Schacht. So. Aber hier muss doch alles brennen. Kann ich das Feuer da nehmen? Geht das? Nope. Oh. Opa! Ich bin dran! Ui, da kommt wieder mit dem Hammer! Du bist nicht mehr mit Hass! Wo ist denn der Hammer jetzt hin? So. Hat sich ausgehämmert, Freundchen. So, ich brauch Feuer. Gib mal her. Sehr gut. So. Jetzt brennt die Hütte. Oh, das Ding muss auch brennen. Ey, Ava, runter da. Was machst du denn schon wieder für einen Blödsinn hier? Hier wird nicht rumgespielt, Freundchen. Wir haben zu tun. Ein paar Sachsen niedermetzeln, ein paar Häuser abbrennen. Keine Spielereien, Freund der Sonne. Ich brauche Feuer. Ah, da ist Feuer. Gib mir Feuer. Dankeschön. Einmal das Ding. Ich lass dich aus. Hahaha. Er fackelt ab, der kleine Penner. Burn, Baby, burn. Wie schön der Funken sprühen. Wow. Ey, da ist einer mit einem Hammer. Nee, das war kein Hammer. War ein Speer. So.
Oh, noch einer. Oh, da kommen noch zwei. Er ist böse auf mich. Warum auch immer. Der Typ hat einen Speer. Erledigt. Muss so, da kann ich die Kirche auch abfackeln? Moment, ich mach mal das Ding da. So. Irgendwas muss hier noch brennen. Irgendetwas muss noch brennen. Das da vielleicht? Gib mir doch mal... Ah, da ist Feuer. Gott, das brennt. Ja. Heute verhallen ihre Gebete ungehört. Wir sollten Soma suchen. Das hätten wir. Warte, der muss noch sterben. Und der da auch noch. Genau, macht sie alle platt. Alles liegt in Schutt und Asche, Soma. Gut gemacht. Wir reisen ab. Im Wald im Osten gibt es ein paar Ruinen entlang des Weges. Kommt, Männer, gehen. Ja. Bevor wir gehen, hau ich dem da noch auf die Fresse. Und dem da auch noch. Ach ne, der ist schon umgekippt. Gut, da kommt mit, Mädels. Hä? So. Jetzt können wir gehen. Ist ja nicht weit. Nur 300 Schritt. Los, Attacke. Sind aber nicht viele, die mitkommen. Wischt man. Bald. Da kommen Gegner. Oh nein. Ich schon wieder so ein Dicker. Du bist so gut wie tot. Alles klar. Blut veredelt euren Boden. Komm dich hoch. Ah, lass ihn brennen. Lass ihn brennen. Den genauso. Holt euch die Nachzügler! Wir schicken jeden, der uns begegnet, zu ihrem Gott. Bleibt in Bewegung! Sehr gut. Fackelt sie ab, die Hunde. Warte, der brennt noch, aber ich will da ran. So, geschafft. Gut. Der auch noch. Brenne schon wieder. Hör mal auf damit. Gut. So. Hä? Achso. Los, oh, nein, nicht schon so einer. Zu den Waffen! Los, weiter! Die Ruinen sind nah! Es erwartet kein Paradies! Gut, das ist aber böse, was du sagst. Okay. Oh, schnell weg. Hui. Veredelt euren Boden, nicht, dass du das überlebst. Nö. Okay, warte. Wir den mal wiederbeleben. Okay, den auch. Okay, der ist erledigt. Ah, nicht der schon wieder. Versteckt in seinem Mauseloch. So, super. Gemacht, Soma. Oh. Okay, der ist hin. Erledigt? Alles erledigt? Sehr schön. Dann mal gucken, wer jetzt noch kommt. Der Dicke mit dem Morgenstern fehlt noch. Dieser kugelrunde Gegner da. Oh, sieht aus, als wären wir hier sicher. Wir können hier kurz rasten. Nun, sag mir, was weißt du über diesen elenden Eidbrecher, den jämmerlichen Troll? Elfheit ist ein listiger Fuchs. Er mag schwach erscheinen, doch er ist willensstark und wird nicht leicht zu vertreiben sein. Die Wut wird mein Heer zum Sieg führen. Das alles wird nicht reichen. Du musst eine Schwachstelle finden. Ja, deshalb habe ich dich herbeigerufen. Oder lässt du die Gelegenheit verstreichen, den Sachsenkönig zu begraben? Erzähl mir erst von deinem Plan.
Alfred erwähnte Chippenham, eine armselige Ansammlung von Schafen und Bauern. Warum verschlägt es ihn dorthin und nicht nach Winchester? Deine Späher müssen es wissen, sie sind die Besten. Alfred feiert seine Sachsenweihnacht. Er wärmt sich die Haken am Feuer, während Uber kalt auf einem Feld in Englerland liegt. Ich habe meine Verbündeten in diese Schlacht berufen, doch ich muss wissen, wohin ich sie schicken soll. Ist Chippenham das Ziel der Schlacht? So ist es. Aber für diese Schlacht brauche ich auch meine Männer, die Alfred als Geiseln genommen hat. Wenn wir sie irgendwie retten könnten? Heute verlieren wir keine weiteren Freunde. Wo sind sie? An einem Ort tiefer in diesem Wald. Sie nennen ihn Handtum-Flusswacht. Da war ich doch schon, oder? Soma, reite nach Norden zur Themese und führe meine Verbündeten gen Süden. Sie sollten sich versammelt haben. Mach ich. Sammelt euch am Fluss, der durch Chippenham führt. Der Rest schlägt dort Lager auf. Einst nannte ich dich Rabennährer. In Portcaster warst du so hitzköpfig wie Thor. Inzwischen bist du ein wahrer Anführer, Eivor. Es steht noch viel bevor, bis wir uns mit Met in der Hand und Liedern in den Ohren ausruhen können. Ich zermalme Elfreds Schädel mit bloßen Händen, falls Uber tot ist. Wir dürfen uns nicht beirren lassen, selbst wenn es stimmt. Wenn du den Thron wirklich willst, müssen wir geschickt vorgehen. Oder mit blutiger Zornesklinge. Ich werde Alfred verfolgen, ihm auf den Fersen sein. Die Rache lodert in mir. Ein weiser Mann lehrte mich einst, dass wir uns nicht in aussichtslose Fäden werfen, sondern ohne Vorwarnung zuschlagen. Du wendest meine Worte nun gegen mich, Wolfsmal? Ich nahm sie mir in meinen dunkelsten Stunden zu Herzen, mein Freund. Und Sigurd? Ist er wieder zurück? Die Geschichte meines Bruders erzähle ich dir ein andermal. Westsexe wird nicht leichter zu zähmen sein, wenn wir ihm seinen starken Herrscher nehmen. Klingt fast so, als würdest du ihm Respekt zollen, Eivor. Ich kenne inzwischen die Tücken der Führerschaft, Gudrum. Das ist unvermeidlich, wenn man etwas so Zerbrechliches wie das Leben vieler in den Händen hält. So, fertig mit dem Kaffeeklatsch. Danke, da kannst du endlich weitergehen. So, kommst du mit? Geh bloß weg, du quasselst mir zu viel, Kollege. Na gut, aber das war's denn erstmal, meine Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Und bis denne.